Germknödel mit Butter, Mohn und selbstgemachter Vanillesoße. Und wie dieser wunderbare gefüllte Kloß funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Weißt du, was ich am liebsten gehabt habe beim Skilaufen, oben auf den Hütten? Ja. Germknödel mit dicker, fetter Vanillesoße und obendrauf ein bisschen Mohn. Und genau die machen wir ja heute. Mmh, lecker. Und dazu brauchen wir nur ganz wenige Zutaten. Wir haben am Start 500 Gramm Mehl, 70 Gramm Butter, dann haben wir hier 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, dann ein Eigelb und ein Ei werden wir brauchen, dann etwas weniger als ein Block Hefe, das sind jetzt hier circa 30 Gramm. Wir brauchen den Abrieb einer Zitrone, ein bisschen Salz und hier kommt jetzt gleich unsere warme Milch hinein und zwar ein Viertel Liter. Da wir ja einen sehr kalten Winter bekommen, hat Carmen hier schon mal ein bisschen Butter bereitgestellt für unseren Mohn. Das kommt nachher oben drauf, das ist natürlich die Füllung, das ist unser Pflaumenmus, ein bisschen Puderzucker. Und fertig. So, meine Hefe, die krümel ich hier schon mal in meinen Messbecher hinein, weil, das wisst ihr ja, die Hefe, die mag es am liebsten schön süß. Deswegen kommt der Zucker gleich oben drauf, auch der Vanillezucker. Hier ist noch ein bisschen Hefe drin, wollen wir nichts verschenken. Und hier drauf gebe ich jetzt meine warme Milch. Achtung, die Milch sollte nicht wärmer als 40 Grad sein. Also wirklich eine angenehme Temperatur. Nicht zu heiß, weil das mag die Hefe wiederum überhaupt nicht. Das verrühren wir jetzt hier und lassen das mal ungefähr 10 Minuten stehen, bis sich so ein ganz deutlicher Schaum entwickelt. Und dann bereiten wir den Teig zu. So, da ist Milchschaum. Das ist ja fast wie beim Cappuccino hier. Halber Zentimeter Schaum, so darf es aussehen. Jetzt geben wir alles in die Küchenmaschine, weil heute machen wir uns nicht viel Arbeit. Mehl hinein, da gebe ich jetzt gleich mal eben den Abrieb einer Bio-Zitrone da oben drauf. Dann schmeckt das Ganze noch ein bisschen frischer. Übrigens, auch Bio-Zitronen dürfen gerne vor dem Abreiben gewaschen werden. Geben wir da gleich unsere Butter drauf. Die darf natürlich auch wachsweich sein. Dann das ganze Ei. Schwupp. Einmal nur das Eigelb. Ja, auch erledigt. Kleine Prise Salz. Jetzt geben wir da unsere Milch-Hefe-Zuckermischung oben drauf. Und das Ganze kneten wir jetzt zu einem glatten Teig. Und die Maschine darf hier ruhig mal 5 Minuten langsam vor sich hinarbeiten. Sieht super aus. Sehr gut. Wollen wir den mal rausholen? Schau dir an, was für ein schöner glatter Teig das geworden ist. Und dieses Prachtexemplar von Hefeteig decken wir jetzt mit einem feuchten Tuch ab. Und dann darf der noch mal 15 Minuten im Backofen bei 40 Grad noch ein bisschen aufgehen. 15 Minuten. Ich habe das hier übrigens mit so einem Kernthermometer, habe ich nur daneben gelegt. Dann kann man das schön überwachen, weil es wäre wirklich kritisch, wenn der Ofen zu warm wäre. Mehr als 40 Grad wäre ganz blöde. Jetzt wollen wir da mal hineinschauen. Schauen Sie. Oh ja. Hefeteig. Und den kneten wir jetzt noch einmal durch. Und schaut mal, alleine wie der hier von dem Knethaken herunterrutscht, so darf es aussehen. Guck mal hier, der reinigt sich praktisch selber. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an, die Knödel zu drehen und mit dem Pflaumenmus zu füllen. Die Größe bestimmt ganz alleine ihr. Machen wir erstmal so kleine Bälle. Und das geht eigentlich immer ganz gut, wenn die Öffnung hier unten bleibt und man dreht es so in der Hand. Dann haben wir hier oben eine schöne, geschmeidige Oberfläche. So macht man ja auch Brötchen. Also das könnte jetzt auch ein Hefebrötchen werden. So, schön zusammengedreht, gleichmäßig aufgeteilt. Jetzt drücken wir das Ganze so ein bisschen flach. Kommt jetzt hier von dem Pflaumenmus was rein. Ein Teelöffel sollte reichen. Dann ziehen wir das alles zur Mitte wieder hoch. Verschließen praktisch so den Teig.
So. Und jetzt machen wir wieder eine runde Kugel. So, und so darf nachher der gefüllte Kloß aussehen. Schön gleichmäßig und unten drinne verbirgt sich das Pflaumenmus. So, wieder feuchtes Tuch drüber. Die anderen lasse ich jetzt erstmal noch bei Raumtemperatur stehen. Die dürfen ein bisschen mehr Dampf bekommen, das heißt hier bei 40 Grad, weil ich mache jetzt erstmal nur drei und die anderen schiebe ich hinterher. Unsere Knödel gehen da jetzt weiter im Backofen auf, die sind gleich fertig und ich habe mir ja schon mal unsere selbstgemachte Vanillesoße zur Seite gestellt. Wie die funktioniert, blenden wir jetzt gerade ein. Dann habe ich hier noch reichlich Mohn und ein bisschen Puderzucker und meine Butter habe ich mir schon geschmolzen, weil was wäre ein Germknödel ohne frische Butter oben drüber? Nichts. Und wer weiß, warum ein Germknödel Germknödel heißt, der schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Wir wollen die jetzt dünsten im Wasserdampf. Das geht auch, wenn ihr eine große Pfanne mit Deckel nimmt und die Knödel direkt in Milch hineinlegt. Dann gehen sie bloß nicht so schön auf. Im Wasserdampf kommen sie noch so ein bisschen größer. Nur habe ich in meiner schönen großen Pfanne mit dem Glasdeckel aus dem Hause Hoffmann keinen Platz für irgendein Sieb. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach in den Baumarkt gefahren und habe mir so ein kleines Gitter geholt, das mit der Schere einmal rund ausgeschnitten und dann die Ränder so ein bisschen flach gebogen. Und Carmen, schau mal her, das passt hier wirklich genau hinein und schon habe ich mir meinen eigenen Dünsttopf gebaut. Ja, ist gut, ne? Ja. Und damit jetzt meine Knödel da jetzt nicht drauf ankleben, gebe ich da so ein bisschen Backspray oben drüber. Ein bisschen einfetten, das geht natürlich auch mit Butter. Und jetzt holen wir mal die Knödel heraus. Sehr schön, Carmen, das wird ein Festessen heute. Schau sie dir an, oder? Nein. Die sehen doch wirklich richtig, richtig gut aus. Und jetzt auch ganz leicht sind sie geworden. So. Oh mein Gott. Wie gesagt, drei. Mehr kriege ich auf einmal nicht hinein. Die anderen schieben wir gleich später. Ein bisschen Abstand ist, glaube ich, notwendig. Deckel drauf. Und die lassen wir jetzt mal 12 Minuten auf kleiner Flamme vor sich hin dünsten und den Deckel nicht wieder aufmachen. Und dann fällt alles zusammen. 12 Minuten. Das ist echt verrückt. Oder? Ja. Wow. Ich meine, das sieht doch mal nach Germknödel aus. Finde ich jedenfalls. Ja, verrückt. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Kannst du auch echt sein. Es sieht doch wirklich aus wie damals beim Skilaufen. Ja. Ein bisschen warme Butter da oben drüber. Nicht zu viel, aber es muss so ein bisschen. So, so, so. Ein bisschen Puderzucker. Und unsere selbstgekochte Vanillesoße. So, Carmen, jetzt wollen wir ihn mal öffnen. Schau es dir an. Unbedingt probieren. Oh, heiß ist Gott. Er, luftig ist er, fluffig ist er. Das nimmt mir auch keiner. Mir läuft das Wasser schon wieder im Munde zusammen. Davon nehme ich jetzt auch ein großes Stück. Mein Gott, ist das gut. Über ein Däumchen hoch würde ich mich sehr freuen. Abonniert doch bitte unseren Kanal, schaut mal bei Instagram vorbei und Carmen und ich haben euch genauso lieb wie diesen Knödel. Tschüss, ihr Süßen.